Sarah Wagenknecht gründet ihre neue Partei und was soll man sagen, dazu wird es auch höchste Zeit. Die Produktion der energieintensiven Industrie in Deutschland ist um 20% dank des Wirtschaftskrieges gegen Russland eingebrochen. Der Wohnungsbau kollabiert auch gerade dank der verrückten Zinserhöhung der EZB und dem völlig fehlenden Engagement der Ampelkoalition in diesem Bereich. Und die Bauern gehen gerade überall in Deutschland auf die Straße, weil eine völlig bescheuerte Steuererhöhung auf Agrardiesel kommen soll. Kurzum, die politische Lage in Deutschland ist alles andere als gut. Die Regierung ruiniert gerade die Wirtschaft unseres Landes. Und da braucht es meiner Meinung nach eine neue Partei. Ich setze hier auf die Wagenknecht-Partei, die endlich wieder vernünftige Politik fürs Volk macht. Wir schauen uns heute die zentralen Stellen der Bundespressekonferenz an, wo Sarah Wagenknecht die Gründung ihrer neuen Partei ankündigt. Meine Damen und Herren, heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Anwesend waren 44 Gründungsmitglieder. Ein Teil davon war früher Mitglied der Linken, ein Teil war Mitglied einer anderen demokratischen Partei. Und es waren auch einige anwesend, die sich bisher noch nie parteipolitisch engagiert haben. Dabei waren Gewerkschafter und Unternehmer, Ärzte und Sozialarbeiter, Professoren, Abgeordnete und Theologen. Programmatisch haben wir Ihnen heute nicht so viel Überraschendes anzubieten. Das Parteiprogramm der neuen Partei, das erste Parteiprogramm, orientiert sich stark am Gründungsaufruf des Vereinsbündnis Sarah Wagenknecht. Wir werden jetzt in einem längeren Prozess, voraussichtlich bis zur Bundestagswahl, ein detaillierteres Parteiprogramm erarbeiten. Und wir werden Ja, das ist gut und richtig. Ich meine, so ein Parteiprogramm, das muss natürlich demokratisch mit den Parteimitgliedern diskutiert und beschlossen werden. Und das kann man jetzt nicht ad hoc bis zur Europawahl fertigstellen. Also ein ungefähres Programm, das steht ja, das hat sich quasi von selbst geschrieben. Dadurch, dass wir eine Bundesregierung haben, die eine aggressive Außenpolitik und eine selbstzerstörerische Wirtschaftspolitik fährt. Also da ist ja eigentlich klar, was jetzt passieren muss. Ende des Wirtschaftskrieges gegen Russland, Abrüstung, friedensfördernde Außenpolitik. Und vor allem Steuersenkungen für die breite Mehrheit der Bevölkerung, eine vernünftige Lohnpolitik, das sind ja alles Dinge, die sind ja von selbst schon klar. Wie das Programm dann en Detail aussehen wird, das wird man dann in den nächsten anderthalb Jahren sicherlich diskutieren. Dafür Expertenräte gründen und auch externen Sachverstand einbeziehen. Denn anders als andere Parteien wollen wir tatsächlich die Programmatik gemeinsam mit denen entwickeln, die von den Problemen im Land in ihrem Alltag betroffen sind und die oft besser als hauptamtliche Politiker wissen, welche Veränderungen ihnen wirklich helfen würden. Wir haben heute einen ersten Parteivorstand gewählt. Details wird gleich Amira Mohamed Ali vorstellen. Wir sind mit diesem Vorstand übrigens die einzige bundesdeutsche Partei mit gleich zwei Quereinsteigern, zwei erfolgreichen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft im engsten Führungskreis. Wir haben außerdem eine Satzung beschlossen, die unserem Anliegen Rechnung trägt, kontrolliert und langsam zu wachsen, was die Mitgliedschaft angeht. Wer uns sofort unterstützen möchte, den bitten wir, auf unserer Webseite sich als Förderer oder Unterstützer anzumelden. Förderer und Unterstützer kann jeder sofort werden. Und wenn sich viele Menschen... Also ich habe schon 10 Euro gespendet und ich werde natürlich auch meine Mitgliedsbeiträge zahlen, wenn ich dann der Partei eingetreten bin. Also kann man auch wirklich nur zu aufrufen. Die Partei braucht jetzt vor allem Geld, um dann die Wahlkämpfe zu organisieren. Da hat Wagenknecht natürlich recht. Und um eben nicht von Konzernen abhängig zu sein, wie es FDP, CDU, SPD und Grüne sind, oder auch die AfD, braucht man halt viele Kleinspender. Nee, ich habe noch keinen Antrag gestellt auf Eintritt. Ich muss erst mal gucken, wie das geht. Also bisher war es ja noch nicht möglich, da beizutreten, weil es ja noch gar keine Partei gab bis heute. Menschen für diesen Weg entscheiden, würde uns das sehr helfen. Die Europawahl wird die erste Wahl sein, zu der das BSW antritt. Danach folgen 3 Wahlen in Ostdeutschland und wir sind zuversichtlich, bei allen 3 Wahlen mit kompetenten Landeslisten antreten zu können. Gerade in Bezug auf die ostdeutschen Landtagswahlen wird ja derzeit oft davon geredet, dass die Demokratie in Deutschland gefährdet wäre. Es ist unseres Erachtens oder wäre unseres Erachtens hilfreich, wenn in dieser Debatte nicht immer wieder Ursache und Wirkung verwechselt würden. Denn die Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet durch eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen oder aber vor den Kopf gestoßen fühlen. Hier direkt vor der Tür protestieren heute und auch im ganzen Land die Landwirte, weil sie zu Recht nicht einsehen, dass sie für die Unfähigkeit der Ampel, einen soliden Haushalt aufzustellen, am Ende bezahlen sollen.
So wie Ihnen geht es ganz vielen Menschen hier im Land, auch wenn viele ihren Groll derzeit noch nicht auf die Straße tragen. Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat, außer Ihnen das ohnehin knapper gewordene Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie erleben einen Bundeskanzler, der sprachlos wirkt, selbst wenn er lange Reden hält. Und Sie erleben eine Opposition, die zu großen Teilen tatsächlich auch die Politik der Regierung mitträgt. Und dann wundert man sich über Wut, Protest und Denkzettelwahlen. Und Politiker beschweren sich über ein Volk, das es irgendwann einfach satt hat, so von ihnen behandelt zu werden. Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk, die unsere Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden werden kann. Vielen Dank, Frau Dr. Wagner. Das war jetzt schon mal ein starkes Statement. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch Amira Mohamed Ali an. Ja, gleich kommt Amira Mohamed Ali und dann gehen wir gleich zum Top-Transfer des Sommers, Fabio De Masi. Aber erstmal inhaltlich hat Wagenknecht hier natürlich völlig recht. Der Aufstieg der AfD ist natürlich nur eine Folge der katastrophalen Regierungspolitik und kein Phänomen an sich, das wir bekämpfen müssen. Der Hauptgegner der neuen Wagenknecht-Partei wird nicht die AfD, sondern wird diese Regierung werden in allererster Linie SPD und Grüne sein. Das sind die Parteien, die es zu bekämpfen gilt und nicht die AfD. Die AfD profitiert einfach davon, dass die Bundesregierung eine grottenschlechte Politik macht und das sagen auch die meisten AfD-Spitzenpolitiker von selbst. Also es versteht sich ja von selbst, dass wenn die Reallöhne in zwei Jahren, 2021, 2022, um 5% einbrechen, wenn die Arbeitslosigkeit steigt und jetzt sogar noch Steuererhöhungen für die breite Mehrheit kommen sollen, also dass die Menschen dann auf die Barrikaden gehen, dass sie sich irgendwelche Protestparteien suchen, das versteht sich von selbst. Und allein deswegen schon ist die AfD nicht der Hauptgegner oder so ein Unsinn. Dazu wird Thilo Jung später noch einige, ich vermute, sehr, sehr dumme Fragen stellen. Die werden wir uns garantiert noch ansehen. Sondern der Hauptgegner sind erstmal SPD und Grüne. Das Ziel muss die Zerstörung dieser zwei Parteien sein, die gerade unser Land ruinieren. Nicht, es geht weiter mit Frau Mohamed Ali. Ja, meine Damen und Herren, in der Tat, heute haben wir es geschafft, die neue politische Kraft aus der Taufe zu heben, die unser Land so dringend braucht. Unser erster Parteivorstand besteht aus Sarah Wagenknecht und mir als Parteivorsitzende, Christian Laie, als dem Generalsekretär, Lukas Schön, dem Geschäftsführer, Ralf Suikert, dem Schatzmeister und Professor Sherwin Hakschino, dem stellvertretenden Vorsitzenden. In den vergangenen Wochen sind viele Menschen auf uns zugekommen, die bisher nicht in der Politik waren. Ralf Suikert, wer ihn nicht kennt, der war schon bei der Gründung des Vereins Sarah Wagenknecht dabei. Das ist ein großer Unternehmer. Oder mittelständischer Unternehmer, bezeichnet ihn, wie er wollte, der sich bei TaxMeNow auch für eine höhere Besteuerung von Reichen engagiert. Also jemand, der ja Erfolg gehabt hat, aber der Meinung ist, dass unsere Gesellschaft trotzdem etwas anders gestaltet werden sollte, dass vor allem Reiche etwas höher besteuert werden sollten. Also eine definitiv interessante Figur. Aber die sich jetzt politisch engagieren wollen, weil sie mit uns gemeinsam unser Land wieder nach vorne bringen möchten. Und einer von ihnen ist Professor Sherwin Hakschino. Und wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass er bereit ist, unsere Partei zu unterstützen. Seine jahrelange Führungserfahrung in einem Industriekonzern und seine herausragende Kompetenz im Projektmanagement anspruchsvoller Vorhaben wird sehr, sehr hilfreich für uns sein. Wir wissen, es geht um viel und wir sind bereit dafür. Dankeschön. Vielen Dank und das Wort haben Sie gleich. Bitte schön, Herr Professor Hakschino. Ja, vielen Dank. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Mein Name ist Sherwin Hakschino und ich war bis zum heutigen Tag kein Politiker. Im Rahmen der heutigen Gründungsversammlung wurde ich zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Zu meiner Person. Ah, Sherwin Hakschino, über den müsste ich mich vielleicht auch noch ein bisschen informieren. Den Namen habe ich eben das erste Mal gehört. Das ist auch ein Quereinsteiger. Hier steht Hochschullehrer und Unternehmer. Das ist sicherlich interessanter Neuzugang. Aber wie gesagt, wir haben heute Abend nicht allzu viel Zeit, deswegen gehen wir gleich zu Fabio De Masi über. Den kenne ich nämlich. Das ist wirklich der Top-Transfer dieses Winters. Er war vorher bei der Linkspartei, hat sich als Finanzpolitiker Namen gemacht, hatte da leider keine Chance. Also ihr wisst, wie das in der Linkspartei war. Alle Kompetenten, alle, die ein bisschen was drauf hatten, die vor allem was von Wirtschaft verstanden haben, wie Oskar Lafontaine, wie Sarah Wagenknecht, wie Fabio De Masi, wurden systematisch an den Rand gedrängt und sind schließlich entnervt abgehauen. Und Fabio De Masi wurde jetzt von Wagenknecht geholt und er hat sich einen Arm beispielsweise als Cum-Ex-Aufklärer gemacht. Er hat auch Bundeskanzler Scholz dafür angezeigt, dass er von einem Untersuchungsausschuss gelogen hat.
Und er war auch einer der wenigen Politiker, die die Eurokrise verstanden haben und erklären konnten. Also wirklich hochkompetenter Finanzpolitiker. Er hat auch Maurice Höfgen, also manche von Ihnen werden ihn vielleicht kennen, als wissenschaftlichen Mitarbeiter in den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages geholt. Also Maurice Höfgen, der hat ja einen YouTube-Kanal, das ist so ein linker Finanz-YouTuber. Schaut euch das auch gerne an, der wurde von Fabio De Masi da hochgeholt, auch Lukas Scholle. Also das sind Leute, die Fabio De Masi in die Linkspartei gebracht hat. Also der bringt wirklich enorm viel ökonomischen Sachverstand mit und BSW wird von ihm auf jeden Fall profitieren können. Meine Damen und Herren, meine politische Laufbahn begann vor 10 Jahren im EU-Parlament. Für mich hat das Ganze von daher etwas von zurück in die Zukunft. Bis kürzlich habe ich mich heftig gegen ein neues politisches Mandat gesträubt. Es gab aber mehrere Schuldige für meinen Sinneswandel. Erstens die Ampelkoalition, die mit ihrer desaströsen Politik die Erntehelfer der AfD in diesem Land sind. Zweitens die Beharrlichkeit von Sarah Wagenknecht, Christian Leier und vielen Menschen, die mich an meine eigene politische Verantwortung in diesen Zeiten erinnert haben. Und drittens spannende Mitstreiter, darunter Thomas Geißel und weitere Überraschungen, die Sie in den nächsten Wochen verfolgen können. Der Kanzler an der Spitze der größten Volkswirtschaft Europas hat nicht nur Erinnerungslücken bei Cum-Ex, sondern auch keinen Plan für die Zukunft. In Hamburg versprach er einen Elbtower und lobte René Benko über den grünen Klee. Heraus kam eine Bauruine. In Deutschland versprach er ein Wirtschaftswunder und wir stecken in der Rezession. Die SPD steht in Sachsen noch bei 3%. Die AfD könnte dort die absolute Mehrheit der Sitze erringen. Früher hätte ein Bundeskanzler bei einer solchen Performance einen Job als Frühstücksdirektor angeboten bekommen. Wir sind innerhalb der EU eines der Schlusslichter bei der öffentlichen Investitionsquote. Die Ampel hat sich entschieden, trotz Ukraine-Krieg und Energiepreisschock damals zur Schuldenbremse zurückzukehren, statt sich ehrlich zu machen und damit eine Verfassungs- und Haushaltskrise ausgelöst. Der Bauernaufstand zeigt, wie groß der Druck im Kessel in Deutschland ist. Wir steigen ab bei der Infrastruktur wie der Bahn, sowie der Lese- und Mathekompetenz unserer Kinder. Die Bildungsungleichheit hat sich dramatisch verschärft während der Corona-Krise. Wir haben eine Wohnungskrise, die die Mieten treibt und die Reallöhne auffrisst. Außer Italien ist in keinem anderen G7-Staat sind die Reallöhne so stark gesunken seit der Corona-Krise wie in Deutschland. Nun wurden die Mehrwertsteuern wieder angehoben, die die Preise treiben werden und jenen mit schmalen Schultern das Kreuz brechen. Eine Studie unter anderem der schwedischen Zentralbank kam zum Ergebnis, dass eine solche Politik rechte Parteien in Europa stärkt. Mit jeder Woche, in der diese Regierung... Was ja auch nicht überraschend ist. Also wenn die Leute sehen, dass die aktuelle Regierung nur Unsinn macht, sie links keine Alternative haben, dann suchen sie sich natürlich rechte Protestparteien. Ist ja völlig logisch. Aber Fabio De Masi hat gerade wirklich alle Fakten rausgehauen. Die Löhne sind in Deutschland so stark eingebrochen wie in keinem anderen G7-Staat außer Italien. Also das war mir bis eben auch noch nicht klar. Also ich wusste, dass die Reallöhne kumulativ 2021, 2022 insgesamt 5% gefallen sind. Aber dass das sogar noch viel stärker der Fall ist als in den meisten anderen Industrieländern, das war mir bis eben gar nicht mal so klar. Deutschland führt, verliert unser Land und Europa auf Jahre hinaus die Zukunft. Wir hatten bereits vor der Zeitenwende einen Verteidigungsetat, der der Atommacht Frankreichs entsprach, aber in einem schwarzen Loch versickerte. Ursula von der Leyen wurde damals für ihren Berater- und Beschaffungsfilz auch noch zur EU-Kommissionspräsidentin befördert. Dies ist ein Symbol für den Verfall politischer Verantwortung. Weniger ist. Es ist noch sehr milde ausgedrückt. Es ist ein Symbol für die institutionalisierte Korruption, die wir hier in der EU haben. Also wir haben doch genau die gleiche Korruption, die von der Leyen bei der Bundeswehr angerichtet hat, dann auch bei der Impfstoffbeschaffung gesehen. Also wo von der Leyen an jeglichem vernünftigen Ausschreibungsverfahren vorbei Pfizer Milliarden an Euro zugeschustert hat. Ich möchte ein Europa, das seinen Job macht und sich auf die Dinge konzentriert, wo es einen Unterschied für die Menschen machen kann. Dies betrifft etwa die Minimumbesteuerung internationaler Konzerne, um unseren Mittelstand zu schützen, die Abschöpfung von Übergewinnen im Energiesektor, die Unterbindung von Lohndumping im Binnenmarkt und den Schutz ortsüblicher Tariflöhne, damit Zustände wie in unseren Schlachthöfen nicht um sich greifen, die Reform des Beihilfe- und Vergaberechts für eine aktive Industriepolitik und eine Reform der europäischen Schuldenbremsen, um Investitionen zu ermöglichen, die Förderung einer digitalen europäischen Infrastruktur,
um unsere Abhängigkeit von Big-Tech-Konzernen aus den USA zu verringern und eine Agrarpolitik, die die Landwirte nicht internationalen Getreidebörsen oder den Aldi-Brüdern ausliefert. Wir brauchen auch diplomatische Initiativen im Ukraine-Konflikt und angesichts der Tragödie im Gaza. Meine Damen und Herren, die... Hey, das waren so viele gute Punkte hintereinander weg, die ich alle 100% unterschreiben kann. Also ihr seht, wirklich der Top-Transfer dieses Winters. Teilweise heftigen Reaktionen auf meine Kandidatur haben mir gezeigt, die politischen Mitbewerber sind nervös und dazu sollten sie auch einen Grund haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Masi. Herr Geisel. Vielen Dank. Also ihr seht, dieser Mann, also von ihm ist natürlich keine Analyse jetzt in diesen 4 Minuten, die er jetzt reden durfte, gekommen, sondern nur ein grobes Ansprechen aller wichtigen Punkte. Aber all diese Punkte, die er gerade angesprochen hat, die würde ich auch exakt so ansprechen. Also das ist wirklich, also das könnt ihr mir jetzt glauben, wie gesagt, eine Analyse hat er gerade nicht rausgehauen, sondern er hat nur die wichtigsten Punkte angesprochen, aber der versteht das auch alles, worüber er gerade geredet hat. Also er hat im Bundestag Reden gehalten, der hat sich vernünftige wissenschaftliche Mitarbeiter rangeholt, war einer der wenigen Politiker, die die Euro-Krise verstanden haben, anderer war beispielsweise noch Oskar Lafontaine, aber ja, hier hat sich das Bündnis Sarah Wagenknecht wirklich Qualität geholt und da kann man nur froh sein, wenn das so weitergeht, dann werden wir bald eine vernünftige, große linke Oppositionspartei haben. Und das bedeutet wahrscheinlich über kurz oder lang das Ende der SPD. Also wenn der BSW so eine Wirtschaftskompetenz hinlegt mit Leuten wie Fabio De Masi, dann wird man die SPD und die Linkspartei komplett überflüssig machen. Wer weiß, ob man vielleicht sogar die Grünen zerstören kann. Aber das muss das Ziel sein. Das Ziel muss die Zerstörung von SPD, Grünen und der Linkspartei sein. Das Ziel muss es sein, deren Wählerschaft aufzusaugen und selbst zu einer relevanten politischen Kraft zu werden. Und das wird mit Leuten wie De Masi auf jeden Fall möglich sein. Ja, aber kommen wir nun zu Thilo Jungs Fragen oder zu einer von Thilo Jungs Fragen über die AfD. Ich bin gespannt, was unser aller Lieblingsjournalist Thilo Jung dazu Sinnvolles zu fragen hat. Er hatte ja über den Wechsel Fabio De Masis zum Bündnis Sarah Wagenknecht auf Twitter vor kurzem einige ja sehr seltsame Tweets abgegeben. Wir schauen uns das jetzt nochmal kurz an. Hatten uns ja eben das Statement von De Masi angeschaut und das ist klassische sozialdemokratische Politik, die er vertreten hat. Das ist genau das, was jeder SPDler, der aus den 70er, 80er und vielleicht sogar aus den 90er Jahren noch erzählt hätte. Was De Masi da gerade gesagt hat. Regulierung der Finanzmärkte, Lohndumping verhindern. Also Lohndumping ist ja in der Eurozone generell ein riesiges Problem. Also das ist ja auch der Grund, weswegen die Eurokrise ausgelöst wurde. Die Eurokrise war ja eine Leistungsbilanzkrise. Ich möchte darauf jetzt nicht zu tief eingehen. Wie gesagt, wir schauen uns heute nur die Vorstellung des BSW an. Da können wir jetzt nicht jedes Thema tiefergehend analysieren. Aber wir schauen uns zuerst mal an, was Thilo Jung zu Fabio De Masi geschrieben hat. Warte, nicht, dass ich das jetzt überspult habe. Nee, habe ich nicht überspult. Wartet. So. Das so lange her, dass Fabio De Masi, dass schon klar war, dass Fabio De Masi da hinkommt? Eigentlich nicht. Eigentlich ist das doch erst vor ein paar Tagen bekannt geworden. Er hatte doch dann nur der Koch. Hier. Fabio De Masi schließt sich Sarah Wagenknechts Partei an. Bitter. Also Thilo Jung ist, wie ihr hier gerade gesehen habt, kein Freund dieser neuen Wagenknecht-Partei. Und wir schauen uns jetzt seine Frage zum BSW und den Unterschieden zur AfD an, was generell schon mal eine sehr seltsame Frage ist. Die AfD zieht ja relevante Teile ihres Programms aus dem kompletten Versagen der Ampelkoalition. Also wenn die Ampelkoalition sagt, nein, wir wollen kein günstiges Gas aus Russland, wir lassen lieber unsere energieintensive Industrie abstürzen, dann sagt die AfD natürlich, ja, natürlich wollen wir billiges Gas, natürlich wollen wir nicht deindustrialisiert werden. Das ist ja einfach vernünftige Politik. Dass die Ampelkoalition unser Land so dermaßen ruiniert, dass sich einfach Teile jedes vernünftigen oppositionellen Programms von selber schreiben, das ist ja jetzt nicht die Schuld der AfD und auch nicht des BSW, sondern die Schuld dieser katastrophalen Regierung. Alleine deswegen ist so eine Frage, wie Thilo Jung sie gleich stellen wird, schon mal sehr komisch, aber ja, wir schauen sie uns jetzt trotzdem an. Noch dabei, aber trotzdem im Namen widerspiegeln.
In den USA, wenn auch 80-Jährige nur US-Präsident, also in dem Sinne. Aber zur Programmatik, ich habe jetzt mir aufgeschrieben, Heizungsgesetz ist Mist, Verbrennerverbot ist Mist, Waffen für die Ukraine sind Mist, Asylrecht ist Mist. Können Sie uns mal zur Abwechslung ein paar Standpunkte nennen? Ja, also Waffen für die Ukraine sind natürlich Mist. Das ist ja ein vernünftiger linker Standpunkt. Die das BSW von der AfD unterscheiden wird? Also ich glaube, den Begriff Mist habe ich hier noch gar nicht verwendet. Das ist jetzt Ihre Zusammenfassung. Ich denke, dass ich vorhin sehr deutlich gesagt habe, was wir zum Beispiel in der Migration... Ja, Carsten schreibt es im Chat. Was für ein dummes Framing. Also ich glaube, zu der Frage braucht man nicht mehr zu viel sagen. Diese Wagenknechtspartei hat einige Punkte mit der AfD gemeinsam. Ich hatte eben erklärt, warum das so ist. Die Regierung macht gerade so eine katastrophale Politik, dass es sehr einfach ist, eine vernünftige Politik dagegen zu setzen. Und ja, natürlich hat man dann einige Gemeinsamkeiten mit der AfD, das versteht sich dann von selbst. Ihre Zusammenfassung. Ich denke, dass ich vorhin sehr deutlich gesagt habe, was wir zum Beispiel in der Migrationspolitik verändern wollen. Wir wollen die Zahlen reduzieren, wir wollen aber auch, dass Perspektiven in den Heimatländern entstehen. Ich habe davon bei der AfD noch nichts gehört. Wir wollen, dass Kriege beendet werden, dass sie diplomatisch gelöst werden. Die AfD ist eine Partei, die generell sehr wohl für Rüstungsexporte ist, wenn sie der deutschen Industrie helfen. Also das ist ja eine ganz andere Positionierung. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt durchdeklinieren muss, wenn Sie sich die Wirtschafts- und Sozialpolitik angucken. Wir haben vorhin gesprochen über soziale Gerechtigkeit. Sie finden einfach im deutschen Parteienspektrum zu meinem großen Bedauern keine Partei mehr, die sich ernsthaft für diese Fragen, gute Löhne, ordentliche Renten, ein starker Sozialstaat einsetzt. Also ich meine auch die Rententhematik. Also ich weiß nicht, wie vertraut Sie mit der AfD-Programmatik sind. Wir haben eine Situation in Deutschland, wo man nach über 40 Jahren Einzahlen eine Durchschnittsrente von 1.445 Euro bekommt. Und wir haben eine Oppositionspartei, die CDU, die will das Renteneintrittsalter erhöhen. Das heißt, sie will die Renten noch weiter kürzen. Und wir haben eine AfD, die auch in dem Bereich eher für privatwirtschaftliche Lösungen, kapitalgedeckte Rente und Ähnliches eintritt. Das ist sozusagen, wenn meine die Hayek-Gesellschaft, der Frau Weidel angehört, ist jetzt nicht dafür bekannt, für einen starken Sozialstaat und starke Umlagesysteme zu werben. Also gerade dieses Thema ist natürlich eins, das auch ein Grund war, warum wir diese Partei gegründet haben, weil die Menschen ihre Brot- und Butter-Themen, die Themen, die ihr ganz alltägliches Leben ausmachen, dass sie gut bezahlt werden, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind, dass sie aber auch nicht Angst haben müssen, im Alter arm zu sein, dass sie in Wohnungen leben, deren Mieten sie bezahlen können. Sagen Sie mir, welche von den anderen Parteien dafür stehen. Also die AfD bestimmt nicht, dass man Mieten reguliert und dass man hier auch da eingreift in den Markt. Also insoweit finde ich, wir können da in sehr vielen Punkten, wir werden in Kürze unser Europawahlprogramm vorlegen. Das wird ja auch ein viel detaillierteres Programm nochmal sein als das aktuelle Parteiprogramm. Wenn Sie das neben die Programme... Ja, aber da hat Wagenknecht natürlich völlig recht. Die CDU ist in jedem einzelnen Punkt eine Scheinopposition. Außenpolitisch will sie noch härteren Eskalationskurs gegenüber Russland. Sozialpolitisch ist sie noch neoliberaler als die Ampel. Also in der CDU, da wird ja schon über ein höheres Renteneintrittsalter diskutiert. Und ja, auch in allen anderen Bereichen ist die CDU keine Alternative zur aktuellen Regierung. Sie würde ganz im Gegenteil viele Dinge sogar noch schlimmer machen, auch wenn man sich das bei dieser Ampel kaum noch vorstellen kann. Und die AfD, die ist leider, vor allem die westdeutsche AfD, mit vielen Neoliberalen besetzt. Also Alice Weidel, Beatrix von Storch, das sind Mitglieder der Hayek-Gesellschaft. Das sind Libertäre oder relativ stark Neoliberale. Also wir die auch immer einordnen wollen. Die wollen einen sehr, sehr kleinen Staat, die wollen unser Sozialsystem verkleinern, die wollen, dass der einfache Mann weniger in der Tasche hat. Das ist leider so. Also das ist nicht bei allen in der AfD so. Es gibt in der AfD auch einen sozialpatriotischen Flügel, der etwas staatsinterventionistischer ist und der ein bisschen vernünftigeren, realistischeren Blick auf unseren Sozialstaat hat. Aber dieser sozialpatriotische Flügel, der ist in der AfD nicht hegemonial. Das muss man auch sehen. In der AfD gehen eben trotz des Austritts von Jörg Meuthen und Bernd Lucke und Frauke Petri immer noch die Neoliberalen den Ton an. Wenn wir anderer Parteien legen, glaube ich, werden sich keine Fragen mehr stellen, wo die Unterschiede sind. Ich würde gern, wenn ich darf, dazu noch einen Aspekt noch mal etwas weiter hervorheben, weil Sie es gesagt haben, Herr Jung. Also Asylrecht ist Mist, ist nicht unsere Position.
selbstverständlich, und das hat Sarah Wagenknecht ja auch ausgeführt, auch Herr Geiser das ausgeführt, wollen wir, dass die Menschen, die einen Grund haben, Asyl zu bekommen, dass die auch entsprechend ein Asylrecht bekommen. Was wir sagen ist, dass die aktuelle Ausgestaltung des Asylrechts und insgesamt die aktuelle Ausgestaltung der Migrationsregelungen ungeeignet dafür sind, das vernünftig zu reglementieren und auch denjenigen, die Anspruch auf Asyl haben, dieses Recht zukommen zu lassen. Wir erleben das ja, dass viele Menschen jahrelang in Verfahren festsitzen und in der Tat diejenigen, die einen Asylgrund haben, schaffen es auch gar nicht hierher. Das sind große Probleme, die es gibt, aber selbstverständlich ist unsere Position, dass Menschen, die politisch verfolgt werden, die einen Anspruch darauf haben, geschützt zu werden, dass die diesen Schutz auch erhalten. Das ist mir auch persönlich wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird. Ja, absolut. Also wenn ein Edward Snowden oder ein Julian Assange hier nach Deutschland kommen würden, natürlich hätten die ein Asylrecht. Also da will doch keiner sagen, nee, euch schieben wir mal wieder in die USA ab. Asylrecht, so ein Recht, für das 200 Jahre, also schon seit Jahrhunderten gekämpft wurde, ein wichtiges Menschenrecht, das auch in unserem Grundgesetz steht, das gilt jetzt mal einfach nicht. Also das können wir natürlich nicht sagen. Aber wenn ein Syrer, der durch zig sichere Herkunftsländer gekommen ist, hierher gekommen ist, ja, dann hat er nun mal kein Asylrecht. Also ein Syrer, der in Libanon geflüchtet ist, der ist im Libanon in Sicherheit. Da muss man dafür sorgen, dass er im Libanon vernünftig versorgt wird. Auf jeden Fall. Da muss man vor allem die Sanktionen gegen Syrien beenden. Auch das. Da muss man auch dafür sorgen, dass der Westen nicht irgendwelche islamistischen Terrorbanden in Syrien hochrüstet, um dort die legitime Regierung zu stürzen. Auch das. Auch das fordert das Bündnis Sarah Wagenknecht alles. Aber wenn jemand durch zig sichere Herkunftsländer hergekommen ist, dann ja, hat er in Deutschland nun mal kein Asylrecht. Und das gilt erst recht für Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen. Also die Wirtschaftsmigration will das BSW ja sowieso sehr strikt begrenzen, viel strikter als alle anderen Parteien. Ich meine, diese Lüge vom Fachkräftemangel und vom Arbeitskräftemangel, die uns die deutsche Industrie erzählt, die teilt das BSW ja auf jeden Fall nicht. So, aber das waren, glaube ich, die interessantesten Statements. Nochmal eine dumme Frage von Thilo Jung zum Abschluss. Ja, was soll man von dem auch erwarten? Der ist seit Corona wirklich komplett abgestürzt. Also erst recht in dieser Kriegsfrage jetzt in Bezug auf Ukraine-Krieg. Also ist seine Position so diametral dem entgegengesetzt, was er früher gefordert hat. Naja, was soll man sagen? Lilo Jung ist nun mal ein politischer Gegner des neuen Bündnis Sarah Wagenknecht. Er ist ein Gegner linker Politik, ein Gegner einer friedensfördernden Außenpolitik. Und da kann man sich solche Fragen da denken. Und das gilt für viele Mainstream-Journalisten. Also die Mainstream-Medien, die sind in ihrer Gesamtheit eher Gegner als neutraler Berichterstatter. Man sollte sich nicht dem Irrtum hingeben, dass Springer oder die Öffentlich-Rechtlichen oder sonst wer neutral über das BSW Bericht erstatten würde. Es kann jetzt bis zur Europawahl sein, dass da ein bisschen vorsichtiger vorgegangen wird. Aber erst recht, wenn das BSW ein gutes Ergebnis bei der Europawahl haben würde, dann dürften die Mainstream-Medien ihre Berichterstattung enorm verschärfen und gegen das BSW ähnlich schlimm hetzen, wie sie es gerade gegen die AfD tun. Also so nach dem Motto, rechts, Putin-Trolle, beziehungsweise ein Teil der Medien macht das ja jetzt schon. Ja, und keine Ahnung, was da noch kommt. Reichsbürger, Antisemiten, also dieser ganze Schwachsinn. Also ich kenne diese Diffamierungen, die ja gegen Teile der Friedensbewegung auch schon rausgehauen werden. Da wird man mit Kontaktschuld kommen, da wird man mit allen möglichen Methoden der Diffamierung und Diskreditierung kommen und darauf müssen wir vorbereitet sein. Diese Medien sind keine neutralen Berichterstatter, sie sind politische Gegner, die es zu bekämpfen geht.